Essen is een bruisende universiteitsstad vol contrasten, in het hart van het Ruhrgebied. Hier wisselen trendy wijken en industrieel erfgoed elkaar af. Verrassend genoeg heeft deze stad in 2017 ook de titel Groene Hoofdstad van Europa ontvangen. Wandel van Aad Uwe Loch vertelt je er graag meer over. Ja, mijn naam is Uwe Loch. Ich lebe in Essen seit 30 Jahren etwa und komme eigentlich aus Norddeutschland. Habe in Düsseldorf Erlebnis- und Abenteuerpädagogik studiert und seitdem beschäftige ich mich mit Freizeit, mit allem, was so in der Natur zu machen ist und deshalb eben auch die Wandersteiger. Die Wandersteiger sind entstanden 2017, da war Essen grüne Hauptstadt Europas und wir haben in dem Zusammenhang den Baldeneysteig kreiert. Der ist so gut angekommen bei den Menschen, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch mehr Wanderungen im Ruhrgebiet in Essen. Wir haben in Essen drei große Wandersteige. Das ist einmal der Baldeneysteig, dann haben wir den Kettwiger Panoramasteig und wir haben den Zollvereinsteig. Das sind also drei Wanderungen, die alle so zwischen 28 und 35 Kilometer lang sind. Das Besondere an diesen drei Steigen ist, dass wir da zeigen, einmal die Natur, der Baldeneysteig und der Kettwiger Panoramasteig führen durch ganz viel schöne Natur, durch ganz viele Wälder. Und der Zollvereinsteig ist komplett anders, der führt durch Industriegebiet, wie hier zum Beispiel Zollverein. Wir gehen auf Halden, das heißt also, man hat da so das urbane Wandern, dass man ganz eng in Kontakt ist mit dem Ruhrgebiet, mit dem früheren Kohleabbau. Also mein ganz persönlicher Favorit ist der Kettwiger Panoramasteig. Der führt durch ganz schöne Natur, der geht sehr hoch. Also man muss schon ein bisschen Kondition haben, um den zu laufen. Aber er ist halt ein sehr, sehr schöner Weg durch Wälder, durch ganz, ganz viele Wiesen, an ganz vielen schönen Plätzen vorbei. Wenn man Essen besucht, sollte man auf keinen Fall verpassen, hier das Weltkulturerbe Zollverein sich anzuschauen. Und dann ist die Liste unendlich lang. Wir haben den Baldeneysee, wir haben die Villa Hügel, wir haben die Margaretenhöhe, wir haben viele Museen in der Stadt, die man besuchen kann. Also es ist eine unheimliche Palette an tollen Dingen, die man hier in Essen sehen kann. Und wer nach Essen kommt, sollte ein bisschen Zeit mitbringen und sich möglichst alles anschauen. Also wer Informationen über die Wandersteiger haben will und über die Wanderwege, der geht am besten auf die Internetseite von Visit Essen. Kommt nach Essen, lasst euch überraschen von dieser Stadt, die so faszinierend ist und alles bietet, was man sich vorstellen kann. Essen ist eine absolute Überraschung. Ich verspreche es.